So, wir stehen jetzt vor dem Panel der 70er Jahre. Hier sieht man ganz schön, dass sich die Technik massiv und rapide verändert hat, im Gegensatz zur 60er Jahre Technik. Hier ging es mehr oder weniger darum, dass sich vor allen Dingen das Richtverhältnis verändert hat. Das heißt, man hat aus den normalen Lautsprechern auch Hochtöner mit dazu konzipiert, die dann auch den Hochtonbereich gerichtet hatten. Markant war die Bose-Anlage. Die Bose 800 wurde 1968 zum ersten Mal in den USA vorgestellt, bei uns 1975. Und danach wurde sie eigentlich weltweit ein Kassenschlager für die Firma Bose. War ein Kleinlautsprecher mit 8 4,5 Zellern drin, die eben bandbreitmäßig alles beschallt haben, was zu der damaligen Zeit möglich war. Auch der Verstärker dazu war damals eine der ersten Transistoren-Endstufen, die mit ca. 450 Watt damals schon Zenit der Transistorentechnik dargestellt haben. Hier sieht man ganz schön den alten Stramp-Mischer. Das waren die ersten 12-Kanal-Mischanlagen, die es mit Multicore gab. Dann sieht man auch die Monitoranlagen, die sich dann adäquat aufgebaut haben. 12 Zoll mit 15 Zollern. Dann gab es im Prinzip die ersten Klein-PAs mit, von Yamaha oder auch von Electrovoice. Und der Zenit von allem war die Firma Martin Audio, die in den 70er Jahren zum ersten Mal von Bands wie Supertramp oder Pink Floyd angefragt wurden, Beschallungssysteme in Komponententechnik herzustellen, die dafür geeignet waren, Großbeschallungen im freien Feld in Stadien zu gewährleisten. Was wir hier sehen, sind zum Beispiel 3 Bass-Bins. Das waren gerichtete Basshörner mit 1x15 Zöllern. Und dazu gab es 2x12er. Das nennt man, oder der Spitzname von dem Lautsprecher war Rasierer. Und oben waren die Hochtöner drin. Und damit wurde eben einfach in diversen Modifikationen und Auslegungen wurde eben diese Komponententechnik zusammengebaut. Und damit wurden Konzerte für bis zu 2 bis 20 oder 30.000 Leute veranstaltet.